So, und da bin ich auch wieder zurück zu einer neuen Runde Let's Play Darkness Within. Ich habe das letzte Mal nicht mehr offscreen weitergesucht. Mein Kopf ist nach 2 Stunden und hat so gequalmt. Ich musste dann erstmal eine Pause machen. Es ist jetzt schon wieder 2 Tage, glaube ich, her. Und ich weiß noch, dass wir hier diese Hinweise raussuchen müssen. Ich habe mich gerade schon mal, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hier nochmal durch den Text gewurstelt. Und ich würde auf alle Fälle, als ich gerade 22 war, markieren. Weil ich denke, könnte wichtig sein. Eine Zahl ist immer wichtig irgendwie. Mit der Übernahme der väterlichen Firma im Alter von 22 Jahren veränderte sich Clark zunehmend oder sehr. Oder ich habe es nicht lesen können. Also ein Hinweis fehlt noch. Hier hinten hatten wir beim letzten Mal schon welche gesammelt. Das war Ivas Hütte. Ich hatte Gelegenheit, einige Aufnahmen in der wurmstigen Hütte zu machen und Ivas seine Freunde als Treffpunkt nutzen. Erzählte, ich wollte Aufnahmen machen. Kann er mir mit meinem seltsam beruhigenden Lächeln zuvor? Er sei sicher, dass ich noch großartige Aufnahmen machen werde. Dieses Gebäude, das trotz der überdeutlichen Anzeichen des Verfalls seltsamerweise so stabil wirkt, bereitet ihm ein großes Unbehagen. Die Außenmänner, die bei dem Treffen waren, erzählten mir, dieses Haus sei von einer unbekannten Hexe erbaut worden. Ich war mir nicht sicher, ob es ihm ernst war, weil er ein so unheimliches Lächeln auf seinem blassen, schmalen Gesicht hatte, als er mit mir sprach. Weiß nicht, es wäre sinnlos, hier irgendeine Aufnahme sich rauszusuchen. Alter und inzwischen unbenutzter Mordenfriedhof. In die Höhle fahren, welchen Namen das denn alles kam, oder? Bringst es ein kleiner Ort, Meilen, bla bla bla. Ich muss das nochmal kurz überfliegen hier, den Text. Westmoth. Über das Grab, einem alten, inzwischen benutzten Friedhof. Beim nächsten nächtigen Geräusche unschreiblich wieder gesch. Sie berichten auch, sie hätten von dem 50 Meter westlichen vom Friedhof vorbeilaufenden Weg aus verschlungen. Aufnahmen begonnen, es war so dunkel. Das ist Aufnahme 3, 2 Meilen vom berüchtigten. Ich denke mal, für uns ist Kassette Nummer 1. Ach, das ist alles Kassette Nummer 1. Jetzt verstehe ich das. Okay, Kassette Nummer 1 ist das. So, dann gibt es insgesamt wie viele Aufnahmen? 10. 8 bis 10. Aufnahme Nummer 5 in meinem Schlafzimmer, im Brunnen 6, 7. Kassette 1 ist vielleicht wichtig. Oder eine Aufnahme? Diese Notizen gehören zur Kassette Nummer 1. Okay, das war der letzte Hinweis, den wir brauchten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das so schnell hinbekomme, nachdem ich beim letzten Mal so irre lange gegrübelt habe. Aber es ist wirklich manchmal so, dass wenn man dann schon 2 Stunden gespielt hat, ist der Kopf so breiig, dass man eigentlich dann erstmal eine Pause braucht und wenn man dann 1, 2 Tage später wieder frisch an die Aufnahmen geht, dann funktioniert das ulkigerweise wieder. Okay, Huch. Ja. Also wir haben aber immer noch das Problem, dass wir. Ach, was mache ich denn? Dass wir das Passwort für den Organizer nicht haben. Kleine Erinnerung, wann wird die siegreiche Hexe wiedergeboren? Siegreiche Hexe. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben das doch irgendwo hier gelesen mit der siegreichen Hexe. Also ich meine nicht die Notiz gerade aus Ivas Haus, dass die Hexe ein Haus, dass dieses Haus erbaut haben soll, sondern es gab irgendwo eine Geschichte mit einer Hexe. Ich weiß aber nicht, ob das hier war oder im Büro oder sogar an Lord Noll das Büro. Wisst ihr was? Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach diesen Notizen oder nach diesem Buch über diese Hexe und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. Ich muss euch jetzt nicht, wenn ich hier alles absuche, nochmal mitnehmen. Ihr kennt das ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!
So, meine Guten, und da bin ich wieder zurück. Und zwar habe ich das Buch gefunden. Es liegt in unserem Zimmer. Wir sind zurück in unserem Zimmer. Und zwar liegt es hier in der ersten Schublade. Ich denke, ihr wisst vielleicht oder kennt das Buch vielleicht noch. Das ist genau das Buch, was wir überflogen haben beim letzten Mal, wo ich nur die Titel vorgelesen hatte. Und deswegen haben wir den Namen auch so bekannt. Es gibt nämlich in Ich und meine Albträume, Moment, räuspern, gibt es ein, ich kenne von Edwin Pickman ein Gedicht mit dem Titel Die Zeit der siegreichen Hexe. Er ist einer meiner Lieblingsdichter. Dieses Buch ist von ihm. Genau, die siegreiche Hexe. Es gibt hier nämlich in diesem Büchlein eine Geschichte und die ist gleich auf Seite 2. Ich sollte es mir ansehen. Die Zeit der siegreichen Hexe. Die Nacht wollte stürmisch und rau wohl sein, nach dem Tod Harold Gallows, des Freundes mein. Erst zarte 18, lebhaft sein Verstand so fein. Man fand ihn tot in seinem Haus, ganz allein. Dann, als der Sturm toste, da hörte ich, o Grauen, o Schrecken, die ganze Geschicht über eine Hexe, die scheute das Tageslicht. Sie wurde verraten, verbrannt und rächte sich. Sie lebte im Wald, ganz nah unserer Stadt, so des Nachts sich dort nie jemand hingewagt hat. Und selten nur sah man sie hier auf dem Markt, man kann nicht sagen, dass sie uns je ein Leid antat. Doch die Jugend, die Angst nicht ersticken konnt, sie hetzten und wollten die Hexe verbrennen. Die Alten bremsten einen Hass wie gewohnt und warnten, wer Hexen betrügt, lernt Unheil kennen. Die Jugend wollte nicht hören, war kein bisschen gnädig, rief Hexenjäger, dem Töten verschworen. Ohne Prozess steckten sie sie in einen Käfig, kein Wort entwich ihren Lippen, nicht Fluch, nicht Zorn. Die Flammen loderten und es wurde glühheiß, da schrie sie vor Schmerz und rief ihren Fluch. Für diese Tat zahlen eure Kinder den Preis, mit 18 schmückt sie das Leichentuch. So endet die Mär, doch der Fluch dauert an. 6 Kinder sind tot, das Hexenmal auf der Stirn, in derselben Nacht ward uns ein Kindlein geboren. Und dies Zeichen, so heißt es, begleitet ihre Wiedergeburt. Das Zeichen hatte mich bei Harolds Tod schon entsetzt. Er starb nicht natürlich, streckte mich selbst da nieder. War stets seltsam gewesen, doch als ich ihn sah zuletzt, war er nicht er selbst, ich kannte ihn nicht wieder. Ich schlich in sein Haus und versteckte mich dort. Er kam heim, still und leise, bei Anbruch der Nacht, ganz in Schwarz, todesbleich ist das Wort, und sein Zimmer war völlig von Spiegeln bewacht. Ich folgte ihm nach oben, still wie ein Dieb, was ich sah, war zu viel, erschüttert mich tief. Seine Tür war nicht zu, seinen Rücken ich sah, doch das Gesicht im Spiegel vor Freude ganz rosig war. Er ritzte sich das Zeichen 11 auf die Stirn und durchschnitt dann seine Kehle, ohne zu murren, und stürzte zu Boden, noch zitternd vor Schmerz. Ich rannte davon mit entsetztem Herz. Dies ist die Geschichte meiner Seelequal. Alles begann am 1. April 1699, an jenem Tag Harold sich dem Tod empfahl. Und sicher wird morgen der Hexe Siegesnacht sein. Ja, es geht hier um eine Geschichte einer Hexe, wo die Jugend unbedingt der Hexe etwas Böses tun wollte. Sie wollten die Hexe verbrennen, weil sie zu viel Angst vor ihr hatten. Obwohl die älteren Leute der Stadt oder des Dorfes immer gesagt haben, das braucht ihr nicht, sie hat uns noch nie was getan, macht es nicht. Ja, die Jugend hat nicht gehört, wie sie so immer sind. Ich kenne das von mir früher auch. Müssen genau das machen, was die Erwachsenen nicht wollen. Und verbrachten die Hexe auf den Scheiterhaufen, verbrannten sie dort, wo sie dann ihren Fluch aussprach, dass die Kinder mit 18 sterben werden. Sprich, mit 18 schmückt sie das Leichentuch. Ja, Harold Gallow war einer von denen, der sich dann die Kehle durchschnitt und vorher noch das Zeichen 11, in römisch 11, die auf die Stirn schnitzte, und was hier ganz kurios ist, dass sein Zimmer voller Spiegel war. Ja, und das war im Endeffekt dann seine Seelenqual, derjenige, der diese Geschichte erzählt, und es begann alles am 1. April 1699. Und hier steht dann auch nochmal, und sicher wird morgen der Hexe Siegesnacht sein. Also, das ist das Rätsel zu dem Passwort für den Organizer. Und ich weiß schon ungefähr, wie das hier zusammenhängen könnte. Es könnte mit den Zahlen hier zusammenhängen, die hier drin sind. Das war ähnlich wie bei Loom mit dem Zahlenrätsel, wo ich so lange gebraucht habe mit dem Grammophon. So, wir gehen jetzt den Text hier nochmal schnell durch. Erst zarte 18, ja.
Nichts gerade Interessantes. Okay. Verstehe ich jetzt zwar nicht, weil da eine 8 ist, müssen wir vielleicht nur die 18 unterstreichen. Nein, dann nimmt die 18 nicht. Okay, ja. Dann gehen wir weiter. Dann, als der Sturm toste, da hörte ich, oh grau und schrecken die ganze Geschichte. Eine Hexe scheut das Tageslicht, bla bla bla. Sie lebte im Wald ganz nahe ihrer Stadt. Bla bla bla. Doch die Jugend verbrannte, berückte, rufen Hexenjäger in Käfig. Glühei schrie vor Schmerz ihren Fluch. Für diese Zahl teilen eure Kinder den Preis. Ach, hier mit 18. Vielleicht die 18? Der Fluch der Hexe besagt, dass jedes Kind sterben muss, sobald es 18 Jahre alt wird. Hinweis Nummer 1. Sechs Kinder sind tot. Oh, reicht ja die 6, oder? Sechs Kinder fielen dem Fluch zum Opfer. Genau. Sechs Kinder. Zeichen hatte mich bereits schon bla 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 bla. Hier war irgendwas mit der 11 auf alle Fälle. Die 11, das Zeichen 11. Gallo hat sich das Zeichen 11 eingeritzt. Dann hatten wir hier noch April 1699. Hat Gallo sich umgebracht, genau. So, einer fehlt uns noch. Ist der vielleicht hier vorne? Die Nacht wollte stürmisch und rau wohl sein. Da, da, da. Die 18 will er nicht. Durch ihrem Lümpflo noch Zorn, bla bla. Zeichen hatte ich mir bereits schon, er starbte natürlich, steckte sich selbst. Mich selbst, bla bla bla. Ich schlich in sein Haus und versteckte mich dort. Er kam am still und leise. Am Hoch der Nacht, in ganz schwarz. Vielleicht nicht unbedingt die Zahl, sondern das mit den Spiegeln. Das mit den Spiegeln, das tut mich gerade so ein bisschen. Finde ich komisch, dass er das ganze Zimmer voll mit Spiegeln hatte. Es gab Spiegel in dem Haus, in das sich der Autor geschlichen hatte. Okay. Nee, wir gehen jetzt erstmal raus. So, was haben wir jetzt hier? Also, mit 18 Jahren sind die gestorben. Ich nehme mal Zettel hier und Stift. Der Fluch der Hexe besagt, dass jedes Kind sterben muss, sobald es 18 Jahre alt ist. So, wir brauchen ein Datum. Und zwar war das das Datum von, was war es, hier war es drin. Wann wird die siegreiche Hexe wieder geboren? Also das neue Geburtsjahr der Hexe brauchen wir. Okay, müssen wir mal kombinieren. So, wir haben die Spiegel. Es gab Spiegel in dem Haus, in dem sich der Autor geschlichen hat. Spiegel. 18 Jahre. Der Fluch der Hexe besagt, dass jedes Kind sterben muss, sobald es 18 Jahre wird. Kann man das hier auch reinziehen? Können wir die irgendwie miteinander verknüpfen? 18 und 6? Ich sollte meine Betrachtungshinweise ändern. Okay. Nee, das wollte ich doch. Ich wollte doch gar nicht raus. Wie kriege ich das denn jetzt wieder weg? Okay. Ich sollte meine Betrachtungshinweise ändern. Spiegeln. Spiegel. Seitenverkehrt? Hatten wir das jetzt nicht auch erst irgendwo? 18 Jahre alt wäre dann 81. 6 Spiegeln. 6 Spiegeln wären eine 9. Und die 11 Spiegeln wären eine 11. Ach nein, wir müssen ja das römische Zeichen spiegeln. Dann ist es eine 9. Warte mal, wenn ich den Spiegel hier rüberziehe. Und dann die 11. Ist ja das, was er sich auf die Stirn geritzt hat. Da überall Spiegel waren, konnte der Autor 11 statt 9 gelesen haben. Tatsächlich, Umkehr des Zeichens. Geht das mit der 18 auch? Vielleicht etwas anderes. Okay.